Hier lebst du? Meine Familie lebt hier. Komm mit, Charles. Ich will dich jemandem vorstellen. Willkommen in Brideshead, Mr. Ryder. Das ist das schönste Haus, das ich je gesehen habe. Wie nett von Ihnen. Und welche Art sind Ihre Vergnügungen? Ich wollte immer schon Maler werden. Dann müssen Sie unbedingt etwas malen für uns. Nun, mit Vergnügen. Wer ist das da im Auto neben deiner Mutter? Meine Schwester. Ich nehme an, Sie sind keiner von uns. Ich lebe nicht so wie Sie, wenn Sie das meinen. Er ist mein Freund, deswegen ist er hier. Findest du nicht, er sollte wissen, worauf er sich einlässt? Wozu glauben Sie, sind Sie hier auf dieser Erde? Ich will zurückblicken und sagen, ich habe Anteil genommen. Ich war glücklich. Mr. Ryder wird für den Rest der Ferien bei uns bleiben. Sie scheinen mir ein sehr zuverlässiger junger Mann zu sein. Mein lieber Junge! Sagen Sie mir, Mr. Ryder, was halten Sie von Brideshead? Ich finde es absolut großartig. Ach, wirklich? Finden Sie? Welch mannigfache Verlockungen. Sebastian und ich, wir sind Heiden. Ich bin kein Heide, ich bin ein Sünder. Los, besaufen wir uns. Sie sind ein guter Freund. Aber ich denke, für Sebastian ist es mehr als Freundschaft. Seien Sie vorsichtig, Mr. Ryder. Hallo, Charles. Sag mir, dass es Schicksal ist. Sebastian. Ich bin dir doch gleichgültig. Du wolltest immer nur meine Schwester. Sie haben sich hoffentlich von Julia nicht in die Irre führen lassen. Ihre Zukunft liegt nicht in Ihren eigenen Händen. Ich habe das große Vergnügen, die Verlobung meiner ältesten Tochter, Lady Julia Flight, mit Mr. Rex Morgstrom bekannt zu geben. Ich denke, Sie sollten uns jetzt verlassen, Charles. Sie haben mich Ihres Hauses verwiesen. Sie haben meine Freundschaft zu Ihren beiden Kindern vergiftet. Sebastian! Lass mich in Ruhe! Ich habe Sie ins Vertrauen gezogen und Sie haben mich verraten. Du hast geglaubt, durch mich kommst du auch an das Haus! Das kannst du doch nicht im Ernst denken! Sag mir eins, was will Charles Ryder wirklich?